Minyr ist ein 3D-gedrucktes Sonnengestell, welches mit verschiedenen Erweiterungen und Modifikationen versehen werden kann, um es zu einem tanzenden V oder einem Springbrunnen zu verwandeln, zwei Sonnen gegen- oder gleichläufig laufen zu lassen, verschiedene Arten von Fontänen und Vulkanen montieren zu können oder mehr als nur eine Fontäne pro Arm zu montieren. In diesem Video möchte ich aber erstmal alle generellen Informationen mit euch teilen und euch dann die ganz normale Sonne im System zeigen. Alle Dateien und auch die Anleitungen können kostenlos heruntergeladen werden. Links dazu in der Beschreibung. Komplettsets, Sets mit nur den Druckteilen oder nur den Eisenbahnen oder einzelne Teile können gerne bei mich bezogen werden. Weitere Infos dazu in der Beschreibung. Damit unterstützt ihr das Projekt. Einen wirklichen finanziellen Gewinn schlage ich aus diesem Projekt aber nicht. Jeder ist außerdem herzlich eingeladen, an dem Projekt mitzuwirken, Remixe oder Erweiterungen zu erstellen und diese dann mit uns zu teilen. Egal ob mit 3D-Druck, in Handarbeit oder mit welcher Maschine oder welchem Verfahren auch immer. Minyr-Sonne, die Basisversion. Minyr ist komplett modular aufgebaut und erlaubt eine Verstellung der Fontänen in allen Achsen, um zum Beispiel die Drehgeschwindigkeit anzupassen. Sie kann durch ihren vielfältigen Basisblock auf einem Lampenstativ mit M10-Gewinde oder mit Holzschrauben an einer Dachlatte montiert werden. Im Basisblock ist außerdem die Achse, welche aus einer M8-Schraube besteht, eingelassen. Auf dieser Achse laufen zwei Kugellager, welche in die Achsbasis gepresst werden. Die Achsbasis dient zudem als Ausgangspunkt für die vier Arme, welche aus M10-Gewindestangen bestehen, an deren Enden dann die Ausleger montiert werden, welche wiederum die eigentlichen Fontänenhalter aufnehmen und eine Verstellung der Fontänen in allen Achsen ermöglichen. Fontänen wie etwa die von Apel Feuerwerk, welche einen Außendurchmesser von etwa 30 mm haben, können ohne weiteres in den Fontänenhaltern befestigt werden. Um auch Fontänen mit einem kleineren Durchmesser montieren zu können, bis etwa 15 mm, haben die Fontänenhalter in der Mitte noch eine Rändelschraube, welche mithilfe eines gerundeten Plättchens die Fontäne festhält. Als Fontänen mit viel Schub sollten nur welche mit 30 mm Außendurchmesser verwendet werden. Außerdem lässt sich die Sonne vollkommen werkzeuglos verwenden und für den ersten Zusammenbau wird lediglich ein normaler Satz Imbusschlüssel und ein Kreuzschraubendreher, im Idealfall PZ2, benötigt.